Wird hier tatsächlich Geld leichtfertig riskiert? Das sehe ich schon so. Hier wird Geld sehr leichtfertig riskiert. Herr Gysi hat es eingangs gesagt, wir haben letztes Jahr ein Paket geschnürt. Ich habe letztes Jahr gesagt, das wird nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren. Wir haben es aus der eigenen Erfahrung gesehen in den 30er Jahren. Reichskanzler Brüning hat das Gleiche probiert, hat versucht, in die Krise hinein zu sparen, um die Finanzmärkte ein Bild zu geben, dass wir es im Griff haben. Die Konsequenz war ein Abtauchen in die Rezession, und zwar ganz dramatisch mit einer Radikalisierung der Bevölkerung. Ist nur ein kleiner Aspekt, vollkommen klar, aber ist ein wichtiger. In Griechenland sehen wir genau das Gleiche. Wir zwingen die Griechen zu massiven Sparpaketen, wohlwissend, dass die Wirtschaft einbrechen muss. Wir selbst haben unseren Bürgern vor zwei, drei Jahren gesagt, es wäre der größte Fehler, wenn wir in die Krise hineinsparen würden. Wir müssen Abwrackprämie machen, wir müssen die abenteuerlichsten Konjunkturpakete hochfahren, uns verschulden, damit die Wirtschaft nicht unter Druck kommt. Und den Griechen zwingen wir genau diesen Fehler, den wir selbst wissen, zwingen wir ihnen auf. Und die Frage ist mit den Sparpaketen, dass die sich umbauen müssen, die Griechen, ist klar. Aber wer sind wir, den Griechen das vorzuschreiben, was sie zu machen haben? Wir müssen die Hilfen nicht leisten. Aber stellen Sie sich mal vor, wir wären in der Situation in Deutschland und hätten diese Schuldenproblematik. Und morgen würde Frankreich und Großbritannien von uns fordern, von den arbeitenden Bevölkerung, dass sie so jetzt mal 30% auf 30% ihre Einkünfte verzichten müssen, inklusive der Steuererhöhungen. Und wir wären faul und so weiter. Wir hätten gleich wieder die Hakenkreuze ebenfalls wieder auf der Straße. Oder bei Stuttgart 21 einen Kindergeburtstag gegen. Es müssen die Griechen selbst aus sich heraus machen, aber mit Sicherheit nicht durch den Druck durch uns. Also gehe ich jetzt mal von aus, jetzt kommt das nächste Rettungspaket rein und Sie werden wieder die nächsten 120 Milliarden wieder absegnen. Ich glaube, ich habe Ihnen doch gerade gesagt, wenn das griechische Parlament dieses nicht beschließt, was es an Sparauflagen bekommen hat, dann werde ich das nicht unterschreiben, dann werde ich es nicht beschließen, weil für mich gehört zum Helfen dazu, dass derjenige, dem man hilft, auch etwas tut. Und also, das ist für mich die Bedingung. Es wäre eine große Freude und Überraschung für mich, wenn das der Fall wäre, aber ich sage Ihnen, egal wie das ausgeht, das Geld wird sowieso fließen, weil man sagt, es ist alternativlos, man wird es wieder nicht anders machen können. Nichts ist alternativlos. Ich glaube, dass das Geld so oder so weg ist. Wir müssen gar nicht darauf schauen, ob jetzt am Mittwoch die Abstimmung in Griechenland so oder so ausfällt. Wir werden das Geld zahlen, wir werden die nächste Tranche überweisen, wir werden das nächste Paket auflegen und wir gewinnen damit Zeit. Sämtliche Wirtschaftsexperten, außer die in der Regierung, sind sich einig, Feld ist sich darüber einig, selbst Steinbrück ist sich darüber einig und sagt, wir werden um eine Umschuldung Griechenlands nicht herumkommen. Eine andere Griechenland, Frage. Genau. Griechenland ja. wird seine Schulden nicht zurückzahlen. Das heißt, alles, was wir jetzt überweisen, davon werden wir ein gerüttelt Maß nicht zurückbekommen. Und ich unterstelle Ihnen, das grenzt an Veruntreuung von Steuerzahlergeldern, was Sie damit machen. Wenn ich weiß, dass ich mein Geld nicht zurückbekomme und trotzdem Steuerzahlergeld hinschicke, wohl wissen, dass es nicht zurückkommt. Das ist doch Veruntreuung. Also wenn ich eine Bank, Sie meinen, das deutsche Parlament wäre ein Straftäter? Nein, ich sage, das grenzt. Veruntreuung ist eine Straftat. Ich sage, es grenzt. Ah, ja, es grenzt. Also ist es ein oder nicht? Ja oder nein? Verklagen Sie mich doch. Nein, Herr Fricke ist ein. Der Bürger darf nicht mehr seine Wahrheit sagen. Also, nochmal zurück. Wenn ich eine Bank habe und Sie haben bei mir Schulden, und ich weiß, ich werde das Geld nicht mehr wiederkriegen. Und ich sage, hier haben Sie aber trotzdem noch mal 50.000 Euro, damit Sie bei Ihren Freunden die Schulden bezahlen können. Würden da nicht die Aktionäre den Bankchef verklagen, zu sagen, sag mal, tickst du noch sauber, das kannst du nicht machen? Genau das machen wir. Wir überweisen den Griechen das Geld, damit sie bei ihren Freunden, den Banken, das zurückzahlen können. Mit Steuerzahlergeldern, das wir nicht mehr zurückkriegen. Wieso? Warum machen wir das? Wohl wissen, dass wir es nicht zurückkriegen. Ja, wir als Deutsche, ja, wir als Bundesregierung. Ich bin für eine geordnete Umschuldung, aber nicht für eine ungeordnete. Und deshalb müssen wir erst die Kredite umstellen. Diese Woche auch damit zitiert und sagt, es geht nicht mehr um das Ob, sondern es geht nur um das Wie eines Schuldenerlasses, Herr Müller. Wäre das der richtige Plan, es dann schnell zu machen und eben nicht länger zu warten? Wir hätten es bereits vor einem Jahr tun sollen. Wir hätten es gar nicht anders machen können. Griechenland hat kein Geschäftsmodell. Und wir können jetzt die Schulden noch so oft verlängern. Griechenland hat kein Geschäftsmodell. Die müssen sich komplett neu erfinden. Und das geht nicht, indem wir jetzt einfach noch mal ein Jahr Zeit gewinnen und noch mehr Geld reinschieben und so weiter. Aber das war bereits vor einem Jahr klar. Und man hätte vor einem Jahr, da waren die Banken noch im Obligo, noch sagen müssen, so, und jetzt machen wir gleich den Schnitt, wir überweisen kein neues Geld rüber und die Banken wären mit dabei gewesen. Man zieht das so lange raus, bis, und da gebe ich Ihnen recht, die Banken möglichst alles abgebaut haben und das Ding ist weg. Zumindest die privaten Banken, die, an denen der Steuerzahler beteiligt ist, die sind noch voll dabei. Hypo Real Estate ist mit über... Mit
um die 9 Milliarden, so wird geschrieben, noch dabei. Und wenn die Geschichte, wenn die Geschichte des Spiegel stimmt, dass die Hälfte dieser Summen noch schon angelegt haben, während sie Steuerzahler Rettungsgelder bekommen haben, eine Zweckverfremdung der Rettungsgelder und damit Griechenland eingekauft haben, wenn das stimmt, also dann frage ich, was machen die Entscheidenden in der Regierung, die mit sowas befasst sind, hauptberuflich? Man wir müssen den Leuten sagen, dass die Hyporie Becker, verstaatlicht wurde. Die gehört jetzt allen. Ja. Ja, damit wir nur auch an der Stelle klar sind. Das, was sagen, Sie glauben nicht oder Sie wissen es? Nein, wenn ich es wüsste, wäre ja schön. Wenn ich genau das alles wüsste, wie hier jeder so der sicher ist, dass er genau weiß, was wie geht. Dass er genau weiß, wenn wir damals Griechenland einen direkten Schulden, wäre alles gut gegangen. Ich bin immer sehr glücklich über Leute, die wissen, die alles genau geben. Nur die Realität des Lebens ist so. Die Regierung. Die Realität, nein, Entschuldigung, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Sie sind der typische... Das will ich auch mal sagen, das ist diese typische, und das ärgert mich auch. Sie machen so das typische Beispiel, die Regierung muss alles wissen. Erstens, ich bin Parlament, das unterscheiden Sie wahrscheinlich nicht so gerne. Zweitens, Sie müssen einfach doch irgendwann auch mal erkennen, niemand in der Welt ist mit Allwissen irgendwie gesegnet. Und deshalb müsste weder Sie noch ich. Die Blaupause für ihre so, Gesetze schreiben lassen. Problem das ist nicht die Demokratie. Die Demokratie verlangt, dass Sie das Fachwissen haben und nicht die Frösche fragen, ob der Teich ausgetrocknet werden soll. Wenn Sie sich eine Blaupause von der Deutschen Bank schreiben lassen, wie Ihr Gesetz auszusehen hat oder Ihre Vorlage auszusehen hat, wenn die Geschichte stimmt, was der Monitor vor einer Woche berichtet hat, dann ist das ein Skandal. Das ist nicht das, was Demokratie sein soll. Und dass Ihre Aufgabe wäre, das Fachwissen ins Parlament zu holen, das Fachwissen in Ihre Abteilung zu holen und es nicht bei denen zu holen, über die Sie richten. Nur Herr Müller, Sie haben es natürlich ganz leicht auch mit Ihren Forderungen. Sie müssen nie dafür die Verantwortung übernehmen, wenn es schief geht. Ich sagte, Sie können sich natürlich auch ganz leicht machen mit Ihren Forderungen, weil Sie nie die Verantwortung übernehmen müssen, wenn es schiefgegangen ist. Ja, aber er hat in einem schon recht, die Deutsche Bank bestimmt mehr, was die Bundesregierung macht, als dass die Bundesregierung also, bestimmt, was die Bundesregierung macht. Sie sind in der Opposition und müssen auch nicht die Verantwortung dafür tragen. Das war jetzt völlig unter Ihrem Niveau. Das war irgendwo da. Die junge Generation, es kann echt nicht sein, dass immer der Steuerzahler für alles haften und gerade stehen muss. Das geht einfach nicht. Wir brauchen jetzt die Umschuldung. Sie haben so lange gewartet, weil Sie einfach total Angst vor den Finanzmärkten haben. Und dann sehen wir, das einzige Problem, was wir in Europa wirklich haben, ist diese krass perverse Verschuldung. Die Politiker, die Staaten machen sich einfach abhängig dadurch von den Finanzmärkten. Und sie zittern so vor Angst, dass sie deswegen aus Europa diese Transferunion gemacht haben. Aber ich wundere mich, dass Sie es ist pervers. Also leider beides zusammen, das gilt in Griechenland und in Deutschland. Dann kann ich direkt in die Kerbe reinhauen. Das ist eine total normale Entwicklung unseres Finanzsystems. Das ist so aufgebaut, dass im Laufe von Jahrzehnten sich immer mehr Geld bei immer weniger Leuten ansammelt und die Masse das erarbeiten muss. Das könnte aus Ihrem Parteitag wahrscheinlich stimmen, aber es ist einfach nur mal eine Funktionsweise unseres Finanzsystems. Das muss man verstehen. Die Regierung korrigieren. Sie versuchte es. Diese Situation haben wir seit vielen hundert Jahren und immer wieder kommt es zu Verwerfungen dadurch. Man hat es diesmal versucht abzufedern durch eine soziale Marktwirtschaft. Das hat viel gebracht, aber nicht so viel. Trotzdem haben wir heute 5 Billionen Geld Vermögen der privaten Haushalte und davon gehören mehr als 60% den oberen 10% der Bevölkerung, die Hälfte hat gar nichts. Und das geht eine ganze Weile weiter, bis es am Ende immer zu dem Punkt kommt, an dem die Masse das nicht mehr tragen kann. Und dann kommt es immer in der Geschichte zu Vermögensumverteilung von oben nach unten. Mal über eine Währungsreform, über den Schuldenschnitt, über den New Deal, was auch immer. Und wir sind genau an dem Punkt wieder an. Sie haben gerade die Abgaben für die Millionäre gefordert. Ich glaube, das hat kaum jemand mitbekommen, dass Anfang des Jahres eine SPD-Abgeordnete in einer Ansprache vom Deutschen Bundestag ganz offiziell gefordert hat, wir haben bereits zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik ein erfolgreiches Lastenausgleichsgesetz gehabt. Es wäre Zeit, das wieder einzuführen. Das hat niemand verstanden. Das heißt nichts anderes, als die Dame hat eine Zwangsenteignung der deutschen Immobilienbesitzer gefordert. Im Deutschen Bundestag öffentlich. Wir sind wieder an diesem Punkt, an dem diese Umverteilung kurz bevorsteht. Wir versuchen uns mit aller Kraft dagegen zu wehren. Nur es wird wieder, wie immer, nicht gelingen. Die Frage angeht, ob Sie es dürfen oder nicht. Ja. Da sage ich, da sollte jeder Banker seinem Aktionär gegenübertreten und sagen, wir haben uns entschieden, lieber zu sagen, wir kriegen die 50, als dass wir die 100 verlieren. Aber das war meine Frage. Die Frage war wirklich ernst gemeint. Die Frage war jetzt nicht rhetorisch, sondern wirklich ernst gemeint. Die Frage, dürfen die Banken sich überhaupt freiwillig beteiligen? Wir sehen bei den Atomkraftwerken, wir sehen bei RWE und E.ON ganz genau, die sagen, okay, Atomkonsens, ihr seid euch einig, aber das geht an unseren Geldbeutel, an den der Aktionäre. Im Interesse unserer Aktionäre müssen wir dagegen klagen, sonst reißen die uns wirklich was weg. Was würde passieren, wenn der, nehmen wir eine Deutsche Bank,
die sagt, so, wir verzichten jetzt auf so und so viel Geld. Das, da verzichten wir mal fürs große Ganze drauf. Ob dann nicht die Gefahr besteht, dass die Aktionäre sagen, Moment mal, du verzichtest nicht mal gezwungenermaßen, auch freiwillig mit meinem Geld. So, da klagen wir doch mal. Aber da sehen Sie das recht? Große Anzeige der Versicherungen, Banken, großen Unternehmen? Und da hatte man nicht den Eindruck, dass sie auf Freiwilligkeit setzen. In einer bundesweiten Anzeigenkampagne fordern Konzernchefs von der Politik, alles zur Rettung des Euros zu unternehmen, wissend, das wird viele Milliarden Euro kosten. Was sie selber dazu beitragen wollen, dazu kein Wort. Obwohl auch Vertreter der Finanzindustrie, etwa der Deutschen Bank und der Allianz, unterzeichnet haben. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert: Wenn sie dagegen selbst helfen könnten, halten sich die Herren vornehm zurück. Der Steuerzahler soll es richten. Gewinne privatisieren, Risiken sozialisieren. Diese Haltung zieht sich durch viele Aktionen der Konzerne seit der Finanzkrise. Ganz so, als heiße es im Grundgesetz: Eigentum erdreistet.